Dann, ich bin bereit, in die Schwarzwelt des tiefen Hinden Ihr dürft euch abzusteigen. entfernen. Oh, ich darf mich entfernen. Welche Güte, vielen Dank. Ja, ich bin wieder hier, um sehr schlechte Witze zu machen. Ja, vielleicht sollte ich auch die Musik von WoW selbst benutzen. Aber ich finde nach wie vor so diese ganzen, Everson-Woods und Geisterlande sehr schön. Aber ich glaube, vielleicht probiere ich es mal mit der Musik von WoW selbst. Ich hoffe einfach mal, dass ich es mir selbst nicht ins Bein schieße damit. Danke, dass ihr gekommen seid, Alciana. Ich hoffe einfach mal so, dass es passt. Nach der Entdeckung von Azerith in unseren Tiefen habe ich nur unsere Besten an seiner Veredelung arbeiten lassen. Sie machten Fortschritte. Anduin fragt fast täglich nach dem Stand der Dinge. Also dachte ich, wir zeigen euch, was wir herausgefunden haben. Tilian, Turgarden, legt euch ins Zeug. Würdet ihr mir etwas mehr Azerite auf den Amboss packen als ja, ne? Druiden beim Formen des Azeris werden wir bestimmt damit arbeiten müssen. Okay. Was der griesgrämige Bücherwurm damit sagen will, ist, dass wir uns Deckung begeben sollen, wenn uns die Elemente angreifen. Hey, nichts gegen Bücherwürmer. Nur weil wir uns zu sehr in Bücher ver. Ja. Decken heißt nicht, dass wir nicht die Welt regieren könnten. Wir haben nur meistens keine Lust darauf. Verteidigt Ambossaden. Okay. Wir haben herausgefunden, dass die Anwendung starker Magie auf Azerith unerwartete Folgen haben kann. Aber nicht muss, ne? Aber schön, dass da gleich wieder irgendwelche paar kleine Blubs rauskommen, was nicht unbedingt vielleicht immer das Beste des Besten ist. So. Ich weiß nicht, ich bin wirklich nach wie vor nicht so wirklich. Ja. Vielleicht hätte oder sollte ich das vielleicht immer mal wieder so im Vorhinein testen. Aber meistens denke ich mir so, ach, wird schon irgendwie klappen. Und dann, ja, wir sehen ja, wo es ist, so. Leider kann ich die natürlich nicht beide gleichzeitig mehr kicken. Soll uns dann natürlich aber nicht davon abhalten, ja, diesen wunderschönen Elementar hier weiterzumachen. Hui, das ist mal ein Riesending. Das wird schießen. Schön, dass wir hier sind. Instabiler Ausstoß. Natürlich, wie als besonderer Tank, der ich auch bin, natürlich immer wieder den Frontal in die ganze Gruppe reinwerfen. Tanken gelernt mit mir, eurem Lieblingsgirl. Ja, diesmal war ich besser und vielleicht, ja, vielleicht sollte ich auch nicht jedes Mal in den ganzen Frontals auch drinstehen. Mit Geduld und Schalacke. Goblins in den Tunneln, dachte mir, solltet es wissen. Diese rückgratlosen grünen Dreckskerle glauben uns in unserem Zuhause angreifen zu können. Ambostan, sammelt eure Zauberer für einen Gegenangriff. Champion, begibt euch zur Dunkeleisenstraße und sichert sie. Telien, geht nach oben durch die Halle des Handwerks. Sie können auf dem Weg zum schwarzen Gewölbe sein. Okay, sehr interessant. Immer diese Goblins. Ich wusste schon, warum ich sie nicht mag. Obwohl ich selbst einen Goblin-Hunter habe. Ich weiß so. Irgendwie, einerseits finde ich die Goblins auch cool, aber andererseits denke ich mir, okay, sehr interessant. Ich hole mir mal auch die restlichen zwei, weil, ja, dann habe ich zumindest alle zusammen und ich möchte mal nicht so tun, als wäre ich kein Tank und würde das nicht aushalten können. Ach ja, ich wünschte, ich hätte irgendwas Schönes zu erzählen. Also an die zwei Personen, die da sind. Falls ihr irgendwas Interessantes zu erzählen habt, was ihr natürlich mit mir gerne teilen wollt, könnt ihr es gerne machen. Ich würde mich freuen. Wenn nicht, ist auch okay. Ich kann euch vollkommen verstehen. Ich bin eigentlich so ein absolut introvertierter Schübling, was man vielleicht mal und mal wieder nicht mitbekommt. Vor allem so auch bei so fremden Streams, vor allem fremden, bin ich auch mehr so total ruhig und schaue eigentlich eher zu und möchte so wenig wie möglich sprechen. Selbst wenn man mich so einbezieht, denke ich mir auch immer wieder so, ja, sehr süß, dass du mich mit einbeziehen möchtest, aber haha, ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwas reinschreiben. Aber ich würde mich definitiv auf jeden Fall mal sehr freuen.
Dann kommt vielleicht auch ein bisschen mehr Leben ins Stream. Nee, ich möchte euch definitiv kein schlechtes Gewissen machen. Nee, tun und tun lassen oder leben und leben lassen. Ich weiß auch nicht mehr so wirklich, wie die ganzen wunderschönen deutschen Sprichwörter gehen. Ich habe auch letztens herausgefunden, wir im Russischen haben zu viele wunderschöne Sprichwörter, weswegen ich ja einfach meistens sehr verwirrt bin. Vielleicht liegt es auch meistens an den ganzen Russen, mit denen ich spreche, dass ich mir da denke, okay, was möchtest du mir eigentlich damit sagen? Auch wieder ja, bei dieser wunderschönen Veranstaltung, ja, bei mir auf der Arbeit, mit den ganzen Speakern auf der Bühne, wo ich mir dann auch sehr oft gesagt habe. Sprengstoff verwenden? Ja, immer diese Goblins. Ja, sorry, ich versuche hin und wieder mal das hier in OBS einzurichten. Aber ja, Keine Ahnung, wer das ist, aber eins ist sicher. wir Wir müssen müssen sie sie töten. töten. Warum bist du jetzt so? Ja, jedes Mal, wenn irgendwas sowas passiert, bin ich auch da meistens so, warum bist du jetzt so? Frag mich nicht, warum das so ist. Das ist irgendwie so eine schlechte Angewohnheit, beziehungsweise eine sehr besondere Art von Humor, den ich habe. Ja, es ist wieder sehr ruhig und ich glaube, in meinem Gehirn bin ich nach wie vor sehr überfordert mit meinem ganzen Leben. Und ich weiß auch nicht so wirklich, ob es so sinnvoll ist, hier als Tank reinzugehen. Ich halte es zwar ein bisschen mehr aus, aber die ganzen gefühlten Sachen sterben einfach nur nach noch mehr Ewigkeiten. Liegt vielleicht daran, dass es auch Level 70 ist und ja, zumindest sterbe ich auch nicht so einfach. Immer nur etwas so. Wenn ich hier als mit meinem, beziehungsweise mit meinem Holy Priest drin wäre, um den richtigen Satzbau wieder anzunehmen, würde ich auch gefühlte Ewigkeiten brauchen. Na, den Jungs und Mädels bringen wir es zu Ende. Okay. Ich bin nach wie vor 3 Sekunden betäubt. Also, Nicht so den schön. schwarzen Amboss. Wir brauchen einen Schadensbericht. Natürlich, ich erzähle dir gerne mehr, auch wenn ich nicht so wirklich weiß, worüber ich dir was erzählen soll. Oh, guck mal, da kann ich noch was einsammeln, was ich vorhin komplett ignoriert habe. Okay, mich verfolgt irgend so eine Bombe. Please stop it. Hartnäckiger als mancher Mann. Wieder so ein schlechter Witz. Ich hab's irgendwie wieder hier so mit diesen schlechten Witzen am Start. Okay, ich möchte diese Bombe nicht nochmal. Vor allem nochmal. Ich möchte auch diese Bombe nicht irgendwie wieder zu Leben erwecken. Und ich kann leider mich nicht in meine Reitgestalt verwandeln, weil ich kann das ja leider nur draußen benutzen. Wieder sehr viel Ruhe in meinem Gehirn. Vielleicht bin ich auch einfach nur überwältigt, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Ich definitiv nicht. Ja, jetzt sind wir hier wieder angekommen. Oh, das Szenario hier Mir wurde abgeschlossen. das Wort an die Königin Regentin des Okay. Dunkeleisenclans. Regentin des Dunkeleisen-Zwergenclans. Okay, herumforschende Goblin-Bastarde. Das ist aber nicht nett. Tut mir leid, ich kann diese grünen Widerlinge einfach nicht ertragen. Ist okay. Ihr seid Die stinken entschuldigt. sowieso. Oha. Ich bin aber noch nicht fertig hier. Mogul-Ratzunk war schon immer ein Nidelhammer und wünschte, er wäre Gallivix oder noch besser. Okay. Aber das, als Jana, ich habe eine weitere Aufgabe für euch. Diese Villen waren von der Venture Company. Das bedeutet, dass sie jetzt in Kisan sind und wahrscheinlich gerade Eisenfeind in die schwierigen, keine Ahnung was machen. Werdet ihr den Hammer zurückholen? Er ist sehr mächtig und könnte unser Untergang sein, wenn die Goblins herausfinden, wie man ihn benutzt. Okay, ich schätze einfach mal, dass es hier richtig war, hier mit reinzugehen. Hoffe ich einfach mal. Aber ja. Ich denke, das meistens nicht immer hinbekommen habe. Hey, kannst du mich Wertvolle vielleicht daran. Orte mit Bedacht in Ich vertraue Anwesenheit euch die einer Mission. Königin. Danke, aber ich werde das zu Ende bringen, selbst mit dem Dungeon fortfahren. Im Leute, es Dunkeleisenclan ist, kann so gehabe ich einfach einen sein, oder? schmutzigen Platz in Nee. dieser Welt. Ich vertraue euch diese Mission an. Das werdet ihr Dafür schon bekam man hinbekommen. Sympathie. So viel dazu, dass Die man das drei wirklich sehr Völker einfach stehen
machen kann. Geschieht ihm recht, immerhin hat er eines unserer heiligsten Artefakte gestohlen. Ich hoffe, er hat sich gewunden. Der geschmolzene Kern. Wir brauchen ein Fragment des Kerns, um des schwarzen Ambers zu reparieren. Und dann noch wer weiß, wie viel dunkle Eisen, um die notwendigen Reinheit zu erreichen. Das kann Telien ausrechnen. Okay, ich habe Respekt vor Telien. ja. Leute, dementsprechend, falls ihr noch die dunkle Eisenzwerge freispielen wollt oder müsst, es kann so einfach sein. Ich glaube, ich mache mir manchmal das Leben selbst sehr schwierig. Nicht so gierig. Wir wissen doch beide, dass ihr fast unerschöpfliche Mengen Erz im schwarzen Gewölbe lagert. Ei, Königin, Regentin. Das stimmt, entschuldigt Alciana. Königin, Regentin, das ist auch so ein sehr schöner Titel. Ja, ich bin bereit, den geschmolzenen Kern einzutreten. Jetzt habe ich hier gerade nicht wirklich zugehört, da ich war so sehr fixiert auf das, was ich selbst sage. Dementsprechend, ja, haben wir einfach ganz einfach diese wunderschönen Dungeon-Quest geskippt. Kann ich mich auch hier einfach durchschleichen, ohne dass ich mich damit komplett beschäftigen muss? Sieht schon aus, irgendwie damals, jedes Mal, wenn ich irgendwie Transmog farmen gehe, dann ist es auch so, dass ich hier wirklich gefühlt alles töte. Aber jetzt sind hier wieder alle Level 70, was dann auch irgendwie, ich mir denke so, okay, muss das sein? Müssen die wirklich alle auf meiner Stufe sein? Ich möchte nicht und ich frage mich, habe ich eigentlich anstachelndes Gebrüll? Würde eigentlich schon fast Sinn machen, aber es scheint irgendwie nicht. Es ist wieder so ein Talent, das ich machen muss. Okay, wilde Attacke. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich auch das hier reinmache. Traumwanderung wäre auch nicht schlecht. Ich hoffe einfach mal, dass ich mich nicht verlaufe, weil ich bin ein sehr orientierungsloser Stübling. Dementsprechend freue ich mich auch jedes Mal, wenn es jemanden gibt, der den Weg weiß. Und ja, ich habe ein strachelndes Gebrüll. Okay, schön zu wissen. Dann lege ich das auch mal in meine Taskleiste oder Aktionsleiste. Ja, ich muss definitiv mal ein bisschen aufräumen, beziehungsweise mal einfach mal hoffen, dass früher oder später Bartender auch wieder funktionieren wird und meine ganzen vorherigen Einstellungen einfach wieder da sind. Ich bin wirklich sehr gemütlich, was sowas anbelangt. Wenn ich es einmal irgendwo links, rechts, links, Lava. Okay, tja, sowas kann passieren. Gut, dass ich noch ein paar davon habe. Okay. Schaut aus, oder sieht aus, dass mir für den Rest des Fußes zu Fuß gehen. Kann ich auch hier mich einfach dran vorbeischleichen? Okay, ja. Das ist definitiv möglich. Kann ich auch einfach dahin gehen? Mit des geschmolzenen Kerns. Ich hoffe, ich töte mich nicht damit selbst. Aber ich glaube, ich könnte mich sehr wohl damit selbst töten. Weswegen ich wohl mehr oder weniger dann doch gezwungen bin, den ganzen Weg von außen zu gehen. Auch sehr schön. Ja. Irgendwie habe ich wieder den kompletten Faden von vorhin verloren, worüber ich gesprochen habe. Ich glaube, irgendwas mit Transmog Farmen und dass ich hier hin und wieder sehr gerne unterwegs bin, aber auch nicht allzu oft. Ich habe wieder Angst, so durch die Lava zu springen, dass das dann bei mir nicht wirklich funktioniert. Aber ja, schön ist es definitiv, einfach sich hier vorbeizuschleichen. Und da ist auch schon der Kern. Glaubt ihr, wenn ich mich einfach hierhin so... Wer ist da? Hallo, ich bin's. Ein großes süßes Bärchen. Telien Schwarzer Maus von Dunkeleisen. Was begehrt ihr, Kind des Feuers? Wir benötigen ein Stück des geschmolzenen Kerns, um den schwarzen Amboss zu reparieren. In der Tat, nun denn, besiegt mich und ihr sollt einen Teil des Kerns bekommen. Okay. Sollte nicht allzu schwierig erscheinen, hoffe ich mal. Ach ja, wie ich vorhin auch schon erwähnt, gefühlte Bosskämpfe gehen mit einem Tank einfach gefühlte Ewigkeiten. Ich bin beispielsweise auch mal mit meinem Todesritter, der ja als Blut geskillt ist, in Shadowlands in die Königshöhe auf Mythisch gegangen. Und es hat so gefühlte Ewigkeiten gedauert. Und dann bin ich ja letztens wieder mit meinem Priester auf Schatten gespeckt reingegangen und es ging dann doch noch relativ einfach und sehr schnell. Ich weiß auch nicht,
woran es liegt oder ob es einfach nur DD gegenüber von Tankwach oder einfach nur dann doch noch einfach nochmal Shadowlands im Gegensatz zum wunderschönen Dragonflight ist, dass wir da einfach diese solch krassen Unterschiede haben. So, ist sie nicht eine Schönheit, machen wir, dass wir hier fortkommen. Die Maulwurfmaschine sollte uns heilen und ein Stück nach Stormwind zurückbringen. Okay, das kann da draußen benutzt werden. Schade, okay. Aber das wird uns natürlich nicht davon abhalten, jetzt wieder zurück nach Stormwind zu kehren. Schön, wieder hier zu sein. Irgendwie durch die verschiedenen Böden. Ich glaube, wenn man das viel zu oft macht mit diesen Maulwurfmaschinen, könnte es sein, dass Stormwind vielleicht irgendwann mal dem Erdboden gemacht wird. Oder Erdboden gleich gemacht wird. So rum. So. Allianz vertraut Manchmal ist es Nautilor schwer, und den Tilians Geschwafel zu Athenienkriegen auf verstehen, aber er unsere hat Stärke wirklich hin. Köpfchen. Sind nicht alle Mathematiker so. Die drei Gute Hände Arbeit. stehen Das drei Fragment Damen wird zu. uns bei der Reparatur des schwarzen Armbosses ein gutes Stück voranbringen. Auf dass euer Hammer nie Die verrottet. Feuerlande. In der Ordnung, das war der schwere Teil. Also wir müssen jetzt nur noch das Fragment des geschmolzenen Kerns, das ihr gefunden habt, in die Feuerlande bringen und den Ragnaros alter Badewanne heiß machen. Okay, das hört sich aber nicht so hygienisch rein und in Ordnung an. Aber ist okay. Macht euch keine Sorgen, ich stelle euch am Postan Turgarten zur Seite. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid. Der Ich bin bereit. Dunkelelfenclan wird den Respekt erhalten, der ihm zusteht. Wird es den Respekt bestimmt erhalten? Da bin ich auch sehr zuversichtlich. Ja, wieder Ladebildschirm. Ich lieb's. Ich glaube, hier war ich mit meinem Paladin einmal zu oft drin, weil ich einfach das Transmog-Set sehr schön fand und irgendwie auch unbedingt haben wollte. Und wie ihr merkt, so ich bin wirklich sehr Transmog-lastig, weswegen ich da auch sehr oft irgendwie sehr gerne mache. Nun ja, genug herumgedruckst. Ich will eine Antwort sofort. Ambassador Turkan ist hier alarmiert, Oberrichter Krimstein. Okay. Das meinst du mit alarmieren? Sehr interessant. Gut, dann wollen wir mal die Brücke aktivieren. Ich glaube, ich weiß genau den richtigen Zauber dafür. Mit diesem Punkt, Punkt, Punkt am Ende der Sätze. Da bin ich mir auch nicht so jedes Mal sicher. Okay, was meint diese Person? Ist es gut? Ist es schlecht? Ich weiß es absolut gar nicht. Ja, wieder eine sehr schöne, geschmolzene. Brücke. Gut, dass wir einen Dunkeleisenzwerg dabei haben, der es einfach so mal aus dem Ärmel schütteln kann. Hier ganz viele Elementare. Die Frage ist, so kann ich, rein theoretisch könnte ich mich bestimmt hier auch wieder, ja, durch die Gegend sneaken. Aber das wäre natürlich viel zu einfach und das wollen wir natürlich nicht machen. Ja, habe ich auch vorhin beim geschmolzenen Kern sicherlich nicht gemacht. So. Deswegen ich mich jetzt auch wieder sehr gerne einfach meine Katzengestalt hereinbringe und einfach mal schauen, wie es jetzt weitergehen wird. Okay, der Kernhund kann mich sehen, was ich natürlich nicht so wirklich haben möchte, weswegen ich mich hier einfach weiter weg von dem Hundi bewege. Ich glaube, es war doch noch eine sehr gute Entscheidung, diese Quest mit einem Druiden zu machen und ich glaube auch mit Schurken wäre das vielleicht auch gar nicht allzu dumm. Aber nichtsdestotrotz, so, wir gehen einfach an allen hier vorbei und lassen uns nicht beirren, beziehungsweise die ganzen Zwerge lassen sich auch nicht beirren, dass hier einfach so eine Katze, die wahrscheinlich ein bisschen riecht, vorbei. Katzen sind sehr hygienische Tiere, die achten ja darauf, dass ihr Fell immer wieder neutral riecht und dass man sie gar nicht so oft mitbekommt. Aber irgendwie, ich möchte wirklich keine Hunde bashen, aber noch ein klein wenig schon. Ich bin nicht so der Hundefan. Gefühlt jedes Mal irgendwie so, wenn ich auf eine Person treffe, die einen Hund besitzt. Also es gibt tatsächlich Hundebesitzer, die vielleicht auch nicht so allzu sehr auf die Hygiene von ihren Hunden vielleicht achten.
Und manchmal riecht es einfach wirklich so streng nach Hund. Und ich denke mir so, kannst du mal vielleicht deinen Hund ein bisschen häufiger in die Dusche stecken? Und genauso stelle ich mir das gerade auch mit dieser Ragnaros-Badewanne. Aber warte, wir müssen sie sowieso besiegen. Okay. Sehr schön, dass ich es jetzt so erst so kurz vor Schluss erfahre oder bemerke. Ja, ihr merkt schon, ich habe mich bestens vorbereitet. Es läuft hier alles wieder genauso, wie es sein muss. Vielleicht sollte ich auch nicht im Feuer stehen. Ja, ich bin meistens einfach verwirrt und möchte mir das Leben gerne so einfach wie möglich gestalten, was natürlich aber nicht immer wieder geht. Dementsprechend, ja. Aber lieber bemerke ich sowas später als nie. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es früher oder später irgendwann mal, ja, doch, sehr gerne oder, irgendwann mal einfach mal sehr gut funktionieren wird. Ja, gut. Ja, ich bin, vielleicht mache ich mir das Leben auch manchmal einfach zu einfach. Aus dem einfachen Grund, weil ich mir denke, so ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich schaue mal kurz zu meinen Talente. Ah, ich habe sowieso mich als Eule irgendwie gespackt, weswegen ich rein theoretisch ja auch die ganzen Sachen als Eule machen könnte. Aber nichtsdestotrotz, hier einmal das hier nutzen und ich glaube, ich werde damit vielleicht ein klein wenig schneller durch die Gegend spazieren können, als wenn ich jetzt wirklich alles mit meiner Bärengestalt machen würde. Dementsprechend, ja. Vielleicht sollte ich mich auch ein klein wenig hin und wieder ein bisschen besser vorbereiten auf die ganzen Sachen und mir vielleicht auch die ganzen Sachen besser durchlesen. Einen wunderschönen guten Abend, Suppenplantage. Es freut mich, dass du dich hierher verirrt hast. Ja, ich bin gerade dabei, mich so ein klein wenig durch die verbündeten Völker durchzuwuseln und mir auch gerade dabei, ja, die dunkle Eisenzwerge freizuspielen. Jetzt nach den gefühlten Ewigkeiten, jetzt die ganzen Sachen auch um einiges einfacher sind freizuspielen und ich die leeren Elfen und die, was waren das nochmal, die, genau, die lichtgeschmiedeten Drehen sowieso schon habe, habe ich mich auch beschlossen, ja, mich ein klein wenig mit den anderen Sachen auseinanderzusetzen. Ja, ich kann nicht gleichzeitig reden und Sachen machen. Ich glaube, jetzt wäre es ein bisschen sinnvoller, wieder in meine wunderschöne Bärengestalt zu gehen. Ja. Ich muss mich nach wie vor hier halbwegs zusammenfinden. Ich bin nicht so gut darin, irgendwie irgendwas zu sprechen und gleichzeitig zu machen. Aber ich kann Bücher lesen und gleichzeitig anderen Leuten zuhören. Wobei meistens das in den Büchern geschriebenen etwas sehr, sehr interessanter ist, was da passiert. Ich höre schon ein Stück zu, bin nur selbst nebenbei am Daddeln. Ja. Aber freut mich, dass du ja hier bist und auch mein Chat ein klein wenig mitbelebst. So. Dankeschön. Ich glaube, es freut auch wirklich jeden kleinen Streamer, der gerade dabei anfängt, irgendwie irgendwas zu machen, dass da einfach ein bisschen Leben mit in den Chat kommen. Und nachdem ich die Hexe, die Hexe, die Eule nach wie vor nicht verstehe, wie man sie wirklich spielt, bleiben wir einfach be am besten weiterhin beim Bären, weil davon habe ich so zumindest halbwegs eine Ahnung. Ich habe ja eine ganze Season gefühlt damit gespielt und ich weiß ja halbwegs, was ich mache. Ich erinnere mich so ein paar Videos, die ich auf YouTube hochgeladen habe, wo ich dann doch meistens nicht so eine Ahnung von Bärchen hatte. Und ich mich einfach gefühlt auch durchgemogelt habe die ganze Zeit. Ja. Aber wir sind wieder draußen, deswegen es wieder auch in die wunderschöne Reisegestalt geht. Ja, zumindest diesen einen kleinen Stück und wieder rein geht's. Ja, ich glaube, ich verstehe die Nachricht, dass ich jetzt mit sich höre, ein Stück schon zu. Ich habe verstanden, irgendwie, ich habe irgendwie gedacht, dass du zuerst erst dass du gekommen bist, aber es freut mich, dass du auch schon ja, ein kleines, langes Weilchen schon etwas länger mit dabei bist. Freut mich auch. So, ja, ich bin sehr einfach zu verwirren. Du kannst mir irgendwie so zwei Sachen unabhängig voneinander sagen und erzählen. Und ich werde dich dann fragen, wie es denn sein kann,
was das irgendwie beides miteinander zu tun hat. Ich hoffe einfach nur, dass das der richtige Weg hier ist, den Oberrichter Grimmstein zu stellen. Ah ja, da ist er ja schon, auch der Oberrichter Grimmstein. Schön, dass du hier bist. Alles zu deiner Zeit, Ambustan. Ihr wisst genauso gut wie ich, dass die Königin Regentin schwach ist. Vorsicht, Harold. Ihr begebt euch auf eine glühende. Was? Okay, etwas mehr Respekt. Ihr werdet mich gefälligst mit meinem Titel anreden. Wie ihr wünscht, Vorsicht, Harold. Ihr verunglimpft unsere Königin. Rechtmäßige Anführerin, mein Rat kann Feuer in den Adern. Unser rechtmäßiger Anführer ist der wahre Lord der Flammen. Kein Bronzebartabkömmling oder irgendein Thronpräsident. Ragnaros, ihr wollt diesen Tyrann zurückbringen, als der Zaubertan das probiert hat. Darissen war ein Visionär, aber sein Fehler war, den Feuerlord kontrollieren zu wollen. Denkt ihr, die mickrigen Funken, die ihr euch geschart hat, werden ihn beeindrucken? Wir haben den Großteil eures Kultistengesindels auf unseren Weg hierher ausgelöscht. Wenn sich der wahre Feuerlord erneut erhebt, werden wir dunkle Eisenzwerge seinem Ruf folgen. Darauf könnt ihr verdammt nochmal Gift nehmen, dass wir uns den Weg stellen werden. Nun gut, dann brauchen wir ja keine weiteren Höflichkeiten. Ich finde es schön, dass es so schnell zur Sache geht. Ich bin dann meistens auch so jemand. Ich kann dir sehr gerne und geduldig zuhören, aber dann nach 5 Minuten frage ich dich auch sehr gerne, okay, und was soll ich mit dieser Information jetzt bitte anfangen? So, wenn ich keine Ahnung habe, wie eine Klasse funktioniert, dann belese ich mich immer bei Icy Veins. Da werden die ganzen Klassen ganz gut erklärt. Da fängt schon, glaube ich, so mein ganzes Problem an, dass ich dann meistens zu faul bin, mich zu belesen und ich mir irgendwie so denke, okay, ich habe so gefühlt meine 3 Klassen, mit denen ich gerne spiele und die ganzen Specs und wenn ich es beim Selbstausprobieren nicht verstehe, dann lasse ich es auch einfach komplett sein. Seid verdammt, merkt euch meine Worte, der Feuerlord wird zu seinem Recht kommen. Wir werden uns wiedersehen, alter Freund. Naja, ich wollte sagen, so die alten Götter werden ja vielleicht in der nächsten Expansion zurückkehren, vielleicht aber auch nicht. Und ich wollte auch sagen, vielleicht wird Ragnaros auch wieder zurückkehren. Aber andererseits, Ragnaros ist ein Elementar. Sehr schön. Aber eins nach dem anderen. Zuerst müssen wir den geschmolzenen Kern aufheizen, damit wir den Schaden am Amboss reparieren können. Denkst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Tretet einen Lavateich. Okay. Um den geschmolzenen Kern mit Ragnaros aufzuwärmen. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, wenn ich meine Körpertemperatur und alles da rein tue. Aber ja, es ist, wie es ist. Ich vertraue ihm einfach. Aber ich weiß nicht so wirklich, ob man Zwergen vertrauen kann. Das sollte reichen, machen wir, dass wir hier rauskommen. Okay, ja. Wieder eure wunderschönen ganzen Maulwurf-Dinger. Benutzen die nicht eigentlich auch die Goblins irgendwie zum Teil oder ist das wirklich nur so ein dunkler Eisenzwerg? Ich kann mich nur ganz leise an ein paar davon erinnern auf Zuldazar, aber vielleicht hängt das ja auch wirklich mit den dunklen Eisenzwergen zusammen, die auf Tandalar irgendwie so angreifen oder angegriffen haben und da versucht haben, ihr Azerith abzubauen. Lang, lang ist es her, dass ich beide Kampagnen auf beiden Seiten gespielt Ja. habe. Ja, okay, dann hör mir ganz genau zu, denn Oberrichter Grimmstein nennt sich jetzt Herold von Ragnaros. Wie? Dieser Verräter wird den Tag bereuen, an dem er sich gegen die Dunkeleisenzwerge gestellt hat. Okay, sehr interessant. Eine Feuer und Flamme geschmiedet. Ihr habt mehr getan, als ich jemals von euch hätte verlangen können als Jana. Ihr habt der Eisenfeind unseren Feinden entrissen. Das hast du selbst gemacht, weil ich zu überfordert war, mit Riesenflößen dahin zu kommen. Aber ist okay. Ihr hattet ein Fragment des geschmolzenen Kerns geborgen und den feuerlandenden Verräter in unseren Reihen gestellt. Natürlich nehme ich den ganzen Lob auf mich, auch wenn ich nur 2 Drittel der Sachen gemacht habe. Ich bin bereit, in die Schwarzwaldstiefen wieder hinabzusteigen. Ach ja. Ich bin wirklich unschlüssig, was ich mit dem restlichen Energy machen möchte, weil einerseits ist es einfach zu schade,
dass ich 1,80 dafür insgesamt mit Pfand ausgegeben habe, aber andererseits ist es einfach so eine süße, unerträgliche Plörre, die ich mir bloß ungern weiter in mir rein lösen möchte. Der letzte Schlag gebührt euch, Alciana. Wir haben den schwarzen Amboss bei der Reparatur ein paar Zusatzfunktionen angepasst. Okay. Heute ist ein guter Tag für die dunkle Eisenzwerge. Wir haben es geschafft. Gehen wir zurück nach Storm. Okay, danke, dass ich die ganze Zeit hier hin und her reisen darf für eigentlich gar nichts. Dann haben wir eigentlich auch schon die dunkle Eisenzwerge freigespielt und nachdem ich es auch nicht mehr allzu lang machen möchte, ist natürlich die Frage, wollen wir uns nochmal kurz die Geschichte von den Kultiranern oder vielleicht doch noch den Mechagnomen machen? Weil ich bin da eigentlich ziemlich zwiegespalten und eigentlich beiden Sachen so ziemlich gleichgültig. So, und so endet die Geschichte davon, wie die dunkle Eisenzwerge wegen der Allianz beigetreten sind. Ja, sind alle Zwerge wieder bei der Allianz. Der vereint. Ich mache gerade mit meinen Händen so ein Herz über meinen Kopf. Ich weiß, ihr seht es nicht und ihr werdet es wahrscheinlich auch mal eine ganze Weile nicht sehen, weil die Webcam, also beziehungsweise ich habe keine Webcam auf meinem Rechner, aber früher oder spät habe ich mir vor, eine, ja, eine wunderschöne Webcam zum Holen und vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht in einem Jahr werde ich auch mit einer Webcam streamen, aber jetzt ist es noch nicht so weit. So, aus einst vermeintlichen Feinden der Allianz sind enge Verbündete geworden. Ihre Meisterschaft über die Erde ist der Allianz auch weiterhin eine immense Hilfe. Hieraus kann man auch eine wichtige Lektion lernen. Selbst unsere verbittertsten Feinde können eines Tages Verbündete werden. Okay.